So, guten Morgen. Ja, heute ist bei uns Samstag. Bei mir geht es heute weiter bei der Dickungspflege auf unserer eigenen Waldflächen. Heute ist Wöhnstart, es regnet, es ist nicht heiß, es ist nicht kalt, optimales Wetter. Meine Frau startet heute mit der Drohne, dass ihr das Ganze mal von oben aussieht, was wir bereits geschnitten haben. Wir haben da schon einen relativ großen Pfleg rausgeschnitten. Und dann zeigt man auch noch, wie es, also am Vorher-Nachher-Effekt zeigt man da dann ganz gut. Ja, wenn man da jetzt im Video sieht, von der Drohne aus, auf der linken Seite bin ich noch nicht gewesen. Da sieht man die ganzen hängenden Birken vom Schneedruck, das wird noch alles durchgeschnitten. Auf der rechten Seite sieht man jetzt, wo am Boden überall das ganze Material am Damm liegt. Da haben wir bereits durchgeschnitten. Ich habe es vorher einmal vermessen. Sagt man da jetzt im Video nicht. Ich habe die heute an den Tag noch, wo wir das Video aufgenommen haben, habe ich die linke Seite mit den hängenden Birken noch fertig geschnitten. Jetzt haben wir ungefähr Halbzeit, also ungefähr 1,2 Hektar sind bereits geschnitten. Und man sieht da recht einen feschen Effekt jetzt. Da geht es eben noch weiter zurück, was noch durchgearbeitet gehört. Auf der linken Seite ist wieder links hinten im Eck ist noch das Altholz, was ich euch letztes Mal gezeigt habe, da wo ihr jetzt gerade Kamera hinschwenkt, das ist noch mein älterer Bestand, rechte Seite, da wo auch die Forststraße durchgeht, das gehört nur durchgeschnitten. Jetzt dreht sie eben gerade die Drohne an, dann zeigt man da den Effekt noch mal ganz gut, wenn es wieder vier fliegt. Da sieht man jetzt die volle Fläche, was noch geschnitten gehört. Und links, jetzt links im Bild, sieht man wieder, wo bereits gearbeitet worden ist. Das schaut eigentlich ganz gut aus, auch von oben für mein Empfinden. Die Löcher sind gar nicht einmal so groß. Es ist eigentlich ganz gut bestockt, das schaut gar nicht einmal so schlecht aus. Wenn man so natürlich so eine Dickungspflege durchführt, schaut es vom Boden aus auf den ersten Blick ziemlich radikal und extrem aus, aber wie man da eben jetzt zeigt, passt das sicher sehr gut. Da steht was drauf und das wird bestimmt in einigen Jahren, wenn sich das wieder zusammenwächst, der recht schöner Wald werden. Ja, ich werde mich da auf alle Fälle jetzt noch einen oder eher zwei Samstag spielen mit dem Ganzen und dann ist das erledigt und beim Froh, dass ich es dann jetzt gemacht habe, dass es einfach einmal gemacht worden ist und dass der Wald einfach schön durchwachsen kann. Ja, dann darf ich aber jetzt auch einmal sagen, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Dort weiterhin fleißig meinen YouTube-Kanal abonnieren und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und pfiat euch!